Heute geht es um Drachen. Um niedliche, wunderschöne Drachen. Und damit hallo und herzlich willkommen im Drachenhaus. Das erwähnte Drachen ist ja gestartet. Und ich habe natürlich mein Bild auch schon angefangen. Ich habe ja im letzten Video mein vorheriges Bild gezeigt. Das haben wir zusammen beendet. Also naja, zusammen ist wieder lustig, ne? Das ist wie wir basteln zusammen. Nee, also ich habe das gemacht und du sitzt vielleicht da und hast ein eigenes Bild. Also hoffe ich mal. Und heute geht es mal mit der Ecke weiter. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie ich peende, ob ich erst hier die Streifen runter zu mache. Also hier so darunter. Mal gucken. Erstmal habe ich ja hier noch eine ganz helle Fläche. Und dadurch, dass ich mir ja die Folie nicht einschneide, klebe ich erstmal die Ecke. Und dann, oder peinte ich erstmal die Ecke. Und dann werde ich mal sehen. Also die Farben habe ich schon neben mir liegen. Ich muss nur mich erst noch mal kurz orientieren. Dann nutze ich natürlich gleich meine neue Aufbewahrung von Artdot. Bin ja jetzt schon von dem Bild begeistert. Da habe ich noch nicht mal richtig angefangen. Ich habe es ja im letzten Video schon angekündigt. Ich werde vielleicht das Ganze hier als Speedpainting machen. Also ich werde jetzt nicht jede Szene als Speedpainting ankündigen. Meine, das siehst du ja dann. Wenn du hier bei jedem Stein mein Gelaber anhören willst, dann brauchst du danach einen Arzt. Eine Zuschauerin hatte mal unter meinen Kartenvideos was gepostet und ich dann so, wow, es werden ja immer mehr Leute mit immer mehr Abonnenten und ich dann so zu ihr, sollte ich mich langsam mal benehmen? Und so meinte dann sie mir, nö, warum, also bleib so wie du bist, okay, das ist kein Problem, also gut, dann lasse ich das mit dem Benehmen. Im Endeffekt bin ich sowieso so, wie ich bin. Also ich meine, das war auch schon als Spaß gedacht, ne? Es ist ja nicht so, dass ich mich hier nicht benehme. Benehme ich schon meistens. Und wenn ich immer meine eigene Meinung sage, naja, dann darf ich das. So. Also, die beiden Farben sind schon mal absolut genial. Da bin ich schon mal stark verliebt. Und dann ist es jetzt wirklich, glaube ich, Zeit für Speedbinden. Also kannst du mir auch mal in den Kommentaren Fragen stellen, die ich dir beantworten soll. Egal was. Ich suche mir dann raus, ob ich sie beantworte oder nicht. Also ich meine jetzt irgendwelche intimen Details werde ich dir nicht beantworten. Aber manchmal gibt es ja irgendwelche Dinge, die du gerne wissen möchtest. Das ist auch egal, ob das jetzt das Diamond Bending betrifft, das Klöppeln, ist Handarbeiten, also Stricken, Häkeln oder ist Scrapbooking. Wenn du was wissen möchtest, stell mir einfach die Fragen. Ich werde dir sie beantworten. Und ansonsten geht es jetzt zum Speedbinding über. Und dann hast du jetzt etwas Musik. Ich hoffe, dir gefällt der Titel. Mir hat er gefallen, als ich mir den gekauft habe. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die Ecke hier fertig ist. Wünsche ich dir jetzt wirklich viel Spaß dabei.
Videos auf. Die ist ein kleines bisschen dunkler wie die. Also bei mir, wenn ich jetzt meine Einstellung angucke, sieht man das ganz gut. Also das ist heller und das ist die gleiche Farbe, ne? Also das ist beides der 3766. Ich denke, du siehst es. Ja, es ist beides der 3766 und die sind unterschiedlich. Also es ist nicht viel. Tja. Warum ist das so? Das war jetzt die Ecke. Sieht doch ganz gut aus, oder? Jetzt so rum. Also die hier, die Gardine. Habe ich jetzt fertig. Eigentlich das, was ich heute auch machen wollte. Und dann danke ich dir erstmal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.